Die Firma Wevor hat mich die Tage angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht mal einen ihrer Tischkreissägen testen möchte. Gesagt, getan, das Teil ist da, wir packen's aus. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, los geht's! Die Modellnummer wird mit M1H-ZP12-254A-1 bezeichnet. Wer denkt sich bitte so etwas aus? Sie wird mit einer Spaltkapazität von 625 mm angegeben. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 4400 Umdrehungen in der Minute. Die Motorleistung wird angegeben mit 1800 Watt, 8 Ampere bei 220 bis 240 Volt. Wir haben eine maximale Schnitttiefe bei 90 Grad bei 85 mm und 60 Grad haben wir immerhin noch 60 mm Schnitttiefe. Der Sägeblatt-Außendurchmesser beträgt 254 mm, die Sägeblatt-Zahnstärke beträgt 2,8 mm. Der Sägeblatt-Innendurchmesser wird mit 30 mm angegeben und wir haben 40 Zähne an diesem Sägeblatt. Das Gewicht der Tischkreissäge beträgt 19,2 kg. Bei dem mitgelieferten Sägeblatt handelt es sich um ein Multifunktionssägeblatt, welches Holz, sowohl als auch Kunststoffe, Aluminiumprofile und weichen Stahl schneiden kann. Wir werden nachher mal Holz, Kunststoffe und Aluminiumprofile ausprobieren. Und Stahl ist nicht so meine Welt, will ich nicht schneiden, brauche ich auch nicht. Von daher müssen wir da auf den Hersteller vertrauen. Ich packe hier, wie ihr seht, das Teil gerade schon aus. Es muss nichts zusammengebaut werden. Die Säge wird komplett montiert geliefert. Einfach auspacken, die Kabelbinder entfernen. Das Zubehör ist dann auch eben dabei in diesem extra Karton, wie man gesehen hat. Ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Der im Winkel verstellbare Schiebeschlitten, oder wie nennt man das Teil, egal, ihr seht es hier im Bild, ist zwar ganz witzig, sitzt auch sehr gut in der Führung mit wenig Spiel, trotzdem ist mir das Ding einfach zu klein und ja, dieses kleine Aluteil ist auch ein bisschen, naja, wackelig, sage ich mal. Da sollte man sich im Zubehör dann schon mal etwas Besseres kaufen, da gibt es ja nun wirklich eine große Auswahl. Machen wir mal weiter. Bevor ich eine Tischkreissäge in Betrieb nehme, überprüfe ich selbstverständlich vorher erst einmal, ob das Kreissägeblatt auch wirklich fest sitzt. Dazu werden ja auch zwei Schlüssel gleich mitgeliefert. Und dann überprüfe ich die Winkligkeit. Ja, und das ist der erste Start. Sie dreht sich. Einen Soft-Anstart, also einen Soft-Start hat sie nicht. Den kann man aber für ein paar Euro nachrüsten. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und sie stoppt sehr schnell. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man also fertig ist mit seinem Sägejob und einmal aufs Knöpfchen drückt, ist das Ding auch wirklich blitzschnell aus. Ja, das macht auch hier richtig Freude. Dieser Parallelanschlag selbst, der ist wirklich sehr solide, läuft auf Zahnräder, ist verstellbar. Man kann ihn also einmal fix einstellen. Seitlich sind dann noch so Schräubchen, die könnte man dann verschieben und hat dann immer wieder dieselbe Position. Ja. Alles eigentlich sehr solide aufgebaut. Für das Geld kann man wirklich nicht meckern. Halt, stopp! Fast hätte ich es vergessen. Ihr wollt ja auch mit Sicherheit sehen, ob der Tisch plan ist. Ich habe hier mal ein Lineal aufgelegt und lege es an verschiedenen Stellen an. Da könnt ihr selbst sehen, dass der Tisch wirklich plan ist. Also in dieser Preisklasse für solch eine Tischkreissäge muss ich sagen, Hut ab. Also man kann ganz, ganz ebenso an ein, zwei Stellen kann man sehen, dass da so ein, zwei Zehntel Unterschied ist, wenn überhaupt. Also ich sage mal eher ein Zehntel, aber das ist absolut okay. Also wirklich ganz toll und super gerade. Auch diese Fläche nehme ich nochmal und führe auch hier nochmal einmal die Kamera entlang. Auch hier sieht man absolut plan. Wunderbar, gefällt mir gut.
Dann fangen wir mal an, ein bisschen Material zu zersägen. Dies ist eine 12 mm Spanplatte, also eine Rohspanplatte. Ja, das hat schon mal super funktioniert. Der Schnitt ist grandios sauber. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Für ein mitgeliefertes Sägeblatt, welches ja nun garantiert nicht die Qualität haben wird, wie ein Markensägeblatt, was man so im Handel bekommt, ist das wirklich schon sehr schön sauber geworden. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Material. Als nächstes haben wir hier eine, ich meine 5x8 war das, Fichtenleiste. Die werde ich jetzt mal quer zur Faser zersägen. Quer zur Faser ist immer leicht problematisch, weil natürlich am Ende die Fasern immer ausreißen wollen. Für ein mitgeliefertes Sägeblatt, welches kostenlos dabei ist, ist das völlig okay. Absolut schön und sauber. Einmal mit Schleifpapier rüber und dann ist das okay. Ein bisschen tiefer bitte, sonst sehen meine Zuschauer nichts. Jetzt überprüfe ich einmal die Winkligkeit, ob ich das verstellbare Sägeblatt auch richtig eingestellt habe. Man hat ja vorne an der Maschine die Möglichkeit, dieses Sägeblatt halt zu schwenken, ne, nach rechts, und dann kann man halt auch Winkelschnitte machen. Weiter geht's hier mit so einem alten Balken, den ich hatte. Der ist irgendwo um die 15 cm hoch gewesen. Den werde ich jetzt einmal längs der Faser zersägen und auch das ist wunderbar gelungen. Ich habe den vorher also nicht geplant. Der ist ein bisschen krumm gewesen, aber trotzdem einmal durchgejagt, saubere Schnittflächen, absolut super. Hier nochmal ein bisschen Fichtenholz, auch wieder quer zu Faser. Ich mache da mal ein paar mehr Schnitte und dann schauen wir uns auch die Teile gleich mal an. Aber das Sägeblatt flutscht wirklich super durch. Auch das ist völlig okay. Ausrisse völlig normal am Ende. Ist eben Fichtenholz und quer zur Faser durchgeschnitten. Nö, das passt perfekt. Gefällt mir sehr gut. Gut, dann haben wir hier Eichenholz. Die Platte war, jetzt habe ich vergessen, wie dick die Platte war. Ich meine, das war 15 oder 16 mm in der Höhe. Spielt ja auch keine große Rolle. Die machen wir jetzt auch einmal quer zu Faser. Ich musste mir eben eine kleine Hilfe dazu holen. Ich habe nur 10 Finger und die möchte ich gerne behalten. Ja, und hier haben wir jetzt einen Schnitt in, ich meine, das war jetzt 15, 16 mm Eichenholz. Und auch da ein super sauberer Schnitt. Unten etwas ausgefranst, völlig normal, eben quer zu Faser geschnitten. Und da geht man auch einmal mit einem Schleifpapier rüber. Und gut ist, dasselbe Brettchen nehmen wir jetzt nochmal und schieben das auch einmal durch die Säge, aber eben in Längsrichtung, also mit den Fasern. Das sollte einen wesentlich besseren Schnitt ergeben und wie man sieht, absolut sauber. Keine Ausrisse, super sauber, glatter Schliff, also Schliff nicht Schnitt, aber wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir zu Kunststoff. Hier haben wir eine 6 mm Hart-PVC-Platte. Diese sollte man etwas zügiger durchjagen. Ist halt Kunststoff, ne? Wir wollen ja nicht, dass es verschmilzt. Und ne, geht aber problemlos. Das Sägeblatt ist super scharf. Aber ja, dieser Winkel hier, dieser Schiebeschlitten, ist nicht wirklich meins. Er sitzt irgendwie perfekt in der Nut. Da wackelt auch nichts. Aber das Aluteil selbst, das ist wabbelig und damit einen sauberen Schnitt hinzubekommen, ist möglich, aber nee, das hakt mir zu viel. Aber die Dinger gibt es ja auch, wie gesagt, im Zubehör. Ein paar Euro oder auch ein paar Euro mehr, je nachdem, was man da ausgeben möchte. Kann man nachkaufen, muss man aber nicht. Es tut's auch so. Hier haben wir jetzt einen Aluminiumwinkel. Materialstärke ist ungefähr 1,5, 1,6 mm gewesen. Und ja, da wollen wir schauen, mit demselben mitgelieferten Sägeblatt und geht durch wie Butter. Herrlich, also ganz, ganz toll. Hat mich echt gewundert. Der Schnitt ist kalt, also da wird nichts warm oder heiß. Das ist ein super, schöner, ordentlicher, kalter Schnitt.
Ja, gefällt mir sehr gut. Ganz leicht mal so ein paar Späne noch, die sich da an der Seite festgehaftet haben. Aber sonst absolut toller Schnitt. Dann schneiden wir noch mal einen Längsschnitt in dieser langen Leiste. Ist auch wieder Fichtenholz, 5 cm hoch. Auch hier immer auf die Finger aufpassen. Ja, immer schön Abstand halten, nicht zu nah am Sägeblatt und vor allen Dingen jetzt wegnehmen. Und immer, ich stelle mich immer schön seitlich hin. Falls es mal ein Kickback gibt, dann ist mein Bauch da nicht im Weg. Gut, ich habe ein Airbag, aber trotzdem, wenn so eine Leiste einen in den Bauch schlägt, ist nicht schön, will man nicht erleben. Super sauber Schnitt, gefällt mir toll. Und weil es so einen Spaß macht, werden wir auch nochmal hier etwas Hart-PVC schneiden. Wenn ihr auch solch eine Tischkreissäge haben möchtet, ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Gutscheincode, also einen Coupon eingefügt, mit dem bekommt ihr 11,50 Euro Rabatt. Also dann bekommt ihr diese Tischkreissäge für 218,49 Euro, solange der Vorrat reicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Andy.